Die Ö3 Wecker Productions präsentieren Desperate House Husbands, verzweifelte Hausmänner. Servus Rudi, alles Roger in Kambodscha. Keine Flecken im Waschbecken. Schön, dass du da bist, Pferl. Können wir gleich mit deiner Schönheitskur weitermachen? Muss das sein? Mir tut eh schon alles weh. Darum heißt es auch, Schönheit muss leiden. Aber heute wird's dir gefallen, da ist nämlich Alkohol im Spiel. Super, bin dabei. Was machen wir? Augenbrauen zupfen. Wozu? Ich hab da eh schöne Augenbraue. Eben, Pferl. Eine. Man hat aber normalerweise zwei getrennte Augenbrauen. Deshalb müssen wir bei dir wieder einen Zwischenraum auszupfen. Aha. Setz dich da einfach her und genieße es, Pferl. Das ist wie in einer Wellness-Autobahn-Raststätten. Na gut, los geht's. Karl, Pinzette? Ha, was heißt Pinzette? Pinzetten sind was für Frauen. Da, Rudi, Männer verwenden das. Eine Beißzange? Na sicher, damit erwischt man gleich mehr Augenbrauen auf einmal. Sonst zupfst du da bis morgen. Ich hab nichts vor bis morgen. Der Karl hat recht. Es geht schneller. Also, Beißzange an den Augenbrauen ansetzen und zudrücken. Spürst du was, Pferl? Nein, bis jetzt nichts. Eigentlich eine sehr angenehme Behandlung. Na bitte, sogar im Augenbrauenzupfen sind wir Männer den Frauen überlegen. Das waren gut 100 auf einmal. Ich will jetzt aber den versprochenen Alkohol. Kommt sofort, bitte schön, 80%iger, schau. Her mit den Stamperl. Nix Stamperl, das ist jetzt für die beanspruchte Haut. Ah, yeah. Verzweifelte Hausmänner, die Kultserie der Ö3 Wecker Productions.